Herzlich willkommen zu dem zweiten Workshop, der keiner ist, weil auch ich kann in 15 Minuten mit Ihnen nicht wirklich verschiedene alternative Formen des Präsentierens so weit gemeinsam bearbeiten, dass Sie dann nach 15 Minuten den Raum verlassen und sagen, okay, das ist es. Das heißt, ich werde versuchen, in dieser Viertelstunde Ihnen jetzt sehr, sehr viele verschiedene Apps und Programme ganz kurz vorstellen, die man verwenden könnte, um Alternativen zum Präsentieren mit PowerPoint zu finden. Um das gleich klarzustellen, ich bin kein PowerPoint-Gegner, ich verwende es selber auch immer wieder. Mein Anliegen ist einfach das, dass ich es gerne sehen würde, wenn Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Werkzeugen ihre Unterrichtsarbeit dokumentieren, mit verschiedenen Werkzeugen ihre Ergebnisse eines forschenden, entdeckenden Lernens darstellen können und das Ganze eigentlich möglichst plattformunabhängig. Und es gibt eben jetzt so viele wirklich tolle Tools, die für mich glücklicherweise nicht auf allen Plattformen zu Hause sind, sodass also dieser Mix an Devices, mit denen wir es in den Klassen und Schulen zu tun haben, sich auch im Prinzip in einem Mix an Präsentationswerkzeugen widerspiegelt. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach so einen kurzen Überblick geben, was in meinem Bereich, das heißt also, was ich meinen Studierenden in der Erstausbildung für die Primarstufen fürs Primarstufenlehramt bzw. in den Fortbildungen so anbiete. Und die erste App, die ich Ihnen da vorstellen möchte, so Sie es nicht ohnehin schon kennen, nennt sich Explain Everything und allein der Name sagt dem schon, erkläre damit alles. Diese App gibt es sowohl für Android als auch für Windows und für iOS und mit diesem Tool können Sie so ähnlich wie bei PowerPoint verschiedene und beliebig viele Folien anlegen, auf jeder Folie Objekte anordnen, Bilder, Videos, Zeichnungen, Textelemente und die auch eben, wenn Sie am Tablet arbeiten, mit zwei Fingern durchs Zoomen, Vergrößern, Verkleinern drehen. Und das wirklich Innovative an dieser Präsentations-App, und ich habe gesehen, es gibt ja auch in den Slots heute am Vormittag noch einen eigenen Workshop zu Explain Everything. Das wirklich Innovative daran ist, Sie können alles, was Sie an dieser Oberfläche aktiv tun, das heißt ein Element, ein Objekt vergrößern, etwas dazuschreiben, eine Audiodatei aufnehmen, das können Sie auch gleichzeitig aufzeichnen, wie in einem Animationsfilm und dann wieder ablaufen lassen. Das heißt, Kinder können hier auch ein richtiges Lernvideo damit drehen. Und aus Zeitgründen würde ich mir jetzt gerne ersparen, Ihnen ein kurzes Video darüber zu zeigen. Sie kriegen diese Folien selbstverständlich alle, auch mit den Links. Und ich habe zumindest bei den meisten Tools auch entweder ein kurzes Video drin, wo Sie sehen können, wie das Programm oder die App funktioniert, beziehungsweise wo Sie sich darüber mehr Informationen holen können. Explain Everything kostet so um die 5 Euro, in etwa, wenn ich da richtig dran bin. Wir haben das eben im DigiCom 4 Bereich zum Beispiel in einigen Beispielen drinnen, weil wir mit dieser App bereits in der Volksschule sehr gute Erfahrungen haben und ich glaube aber, diese App hat Potenzial bis weit rauf ins Studium. Ein zweites Werkzeug, das Sie vielleicht auch kennen, das es auf jeden Fall wert ist, sich einmal eine halbe Stunde damit zu beschäftigen. Ich glaube, Sie werden gar nicht einmal so lange brauchen, um damit umgehen zu können, aber das verleitet einfach zum Experimentieren und zum Ausprobieren, das ist Sway von Microsoft, eine neue App, die gibt es also wirklich erst ein paar Monate und was Sie brauchen, sind einfach Bilder, Videos und Audiodateien,
die Sie am Tablet einfach mit den Finger auf die Swayfläche hinziehen, so wie bei PowerPoint bekannt, ein entsprechendes Template, ein Layout auswählen aus vorgefertigten. Und der Vorteil von diesen Sway-Präsentationen, sie laufen, weil sie mit den Responsive Designs ausgestattet sind, eigentlich auf allen mobilen Geräten ganz gut und passen sich auch auf die Displaygrößen dann recht schön an. Und zum Arbeiten selber, ich habe das jetzt mit einer Studierendengruppe gemacht, also die sind ganz, ganz schnell damit unterwegs gewesen und haben das ganz toll hingekriegt. Es gibt auf der Microsoft Sway-Seite gibt es eine ganze Liste von solchen Beispielen, die mit dem Programm erstellt wurden. Und im Office 365 ist diese App auch automatisch drinnen. Das heißt also, wenn ich den Office 365-Account habe und alle die Apps zur Verfügung habe, von Word über PowerPoint bis zum Outlook, dann ist dort eigentlich auch Sway. Und ich weiß es nur vom Tablet, vom iPad, dort ist es auf jeden Fall auch kostenlos verfügbar. Ja, nicht nur zum Abspielen, sondern auch zur Produktion des Videos. Genau, ja. Also ich kann direkt am iPad kann ich Sway-Präsentationen machen. Ja, ja. Und das ist kostenlos. Ja. Und das ist auch in der kostenlosen Basisversion vom Office 365 enthalten. Ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen, lassen Sie Schüler, Schülerinnen einmal mit solchen Apps arbeiten. Eine spannende Überlegung ist, ein Lernsetting zu machen, wo Kinder in Kleingruppen, wenn sie schon in Gruppen arbeiten, irgendein Thema ihres Fachbereiches bearbeiten, erforschen und dokumentieren, dass sie die Kinder verschiedene Werkzeuge aussuchen und wählen lassen. Damit erreichen sie nämlich auch, dass die Präsentationen der Ergebnisse, die man normalerweise am Ende so einer Gruppenarbeit macht, auch ein bisschen abwechslungsreicher werden. Ich kann mich so erinnern, vor ein paar Jahren, wenn unsere Studierenden am Semesterende ihre Präsentationen abgegeben haben, dann war das natürlich fürchterlich anstrengend, weil es ist ein PowerPoint nach dem anderen gekommen und nach der dritten Präsentation haben weder die Studierenden, also die Kolleginnen und Kollegen zuschauen wollen, noch hat man selber noch zuhören können. Und indem man auch beim Präsentieren einen Mix an Werkzeugen zulässt, wird auch eine Präsentation wesentlich spannender. Wenn Microsoft so ein tolles neues Tool hat, dürfen die anderen Marktführer auch nicht fehlen. Und Adobe Slate, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mit dem schon Erfahrungen hat, das wäre für mich eigentlich vergleichbar oder sehr stark vergleichbar mit dem Sway von Microsoft. Ich kann also hier ebenfalls wieder ganz einfach Texte und Bilder auf eine Fläche, in einen Rahmen hineinziehen und dieses Adobe Slate macht man daran so eine magazinartige Zusammenstellung aus dem Kontext, den ich dort hineingebe. Ich brauche mich also nicht wirklich um ein Layout kümmern. Im Prinzip nehme ich die vorgefertigten Elemente und wische sie in diese Fläche hinein und den Rest erledigt dann die Software. Der Nachteil bei diesem Adobe Slate, wenn es nicht in der letzten Zeit geändert wurde, dort muss ich mich registrieren, weil das eben auch so eine Webanwendung ist, genauso wie also beim Sway von Microsoft vergessen, das ist eine reine Webanwendung. Ich kann also all diese Präsentationen unter Anführungszeichen, die ich mache, dann auch in die Cloud stellen und freigeben. Sind sie auch offline dann präsentierbar oder nur bei funktionierenden Geräten? Auf dem eigenen Gerät schon, aber sonst nur bei funktionierenden. Und was ich also auch tun kann, aber das ist meiner Meinung nach Sinn dieser Sache, ich kann sie auf der PDF-Datei dann draus machen. Wie gesagt, ich habe zu jeder Präsentation hätte ich ein Beispielvideo, aber wir schaffen das in 15 Minuten schlichtweg nicht, weil wenn jedes nur 2 Minuten dauert, sprengt das einfach
leider den Rahmen, aber wie gesagt, Sie haben diese Folien dann gerne und Sie können diese Links einfach hernehmen und sich das anschauen. Ja, etwas, was vielleicht für manche definitiv eine neue Information ist. Ich glaube, dass der Krieg der Galaxien, der großen Internetkonzerne ziemlich vorbei ist, dass also Microsoft, Google und Apple in sehr, sehr vielen Bereichen wirklich jetzt die Kooperation gefunden haben. Nicht umsonst war ja in der letzten Apple Keynote nicht der Produktmanager von Microsoft, der also Office am Tablet vorgestellt hat, selber bei der Apple-Veranstaltung. Und umgekehrt ist es auch so, ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, dass ich mit einem Zugang auf iCloud, also wenn ich mir eine Apple-ID, eine kostenlose anlege, die ich mit jeder gültigen E-Mail-Adresse machen kann, ich im Browser auch die Beta-Versionen des Apple-Office-Pakets, also Pages, Numbers und Keynotes, direkt im Browser, auch auf einem Windows-Rechner fahren kann. Das heißt, mit einer Apple-ID auf einem Windows-Rechner im Browser, und das muss jetzt nicht Safari sein, das geht mit einem Google-Browser genauso wie mit einem anderen, kann ich mir Keynote direkt am Rechner holen. Und Keynote ist zwar jetzt vergleichbar oder sehr stark vergleichbar mit PowerPoint, hat aber im Handling und in den Effekten doch einige Elemente, die vielleicht ein bisschen spannender und kindgerechter auch sind. Und ich kann solche Anwendungen auch als natives Keynote-Format, aber auch als PPTX, als PDF und als HTML oder als Bildformate exportieren. Und das Tolle, was ich an diesem Werkzeug finde, ich kann meine Präsentation auch über das Web freigeben. Und zwar freigeben, entweder, dass Sie diese Präsentation nur lesen können, so kriegen Sie es von mir, und Sie sehen es auch, Sie haben unter bit.ly presentation-apps dann auch Zugriff, bitte nicht da im Haus, weil im Haus die Firewall lost kein bit.ly-Adresse, so bin ich drauf gekommen, die ist zu bösartig, aber wenn Sie das also außerhalb dieses Netzes machen, kommen Sie unter bit.ly presentation-apps direkt auf meine Folien und haben sie dann auch im Browser, und ich zeige Ihnen das dann auch gleich, wie das in so eine App im Browser ausschaut, und Sie können diese App aber auch zum Bearbeiten freigeben. Das heißt, ich kann hier auch kollaborativ werken und fordere das auch von meinen Studierenden immer ein, dass wenn sie in einer Gruppenarbeit etwas abgeben, dass sie sich eine Präsentation, ob das jetzt PowerPoint online oder eben die Keynote im Web ist, gegenseitig freigeben, und dann arbeiten Sie zu zweit, zu dritt, simultan oder zeitversetzt, wie auch immer Sie wollen, an derselben Präsentation. Und probieren Sie das einmal aus, so als didaktisches Setting. Wenn Sie, ich bleibe jetzt das Beispiel in der Sekundarstufe Geschichte, die Hochkulturen, da ist irgendwann mal ein Abschnitt über die Ägypter drinnen und so die übliche Gruppenarbeit, ein paar Kinder arbeiten an dem Wissen über Mumien, ein paar über den Pyramidenbau, ein paar über die Landvermesser und wie die das mit dem rechten Winkel und so geschafft haben. Und wenn Sie jetzt jeder dieser Gruppe den Auftrag geben, eine Overhead-Folie, eine Präsentationsfolie dafür zu machen und das alles in derselben Präsentationsdatei drinnen, dann haben Sie, wenn die Gruppen fertig sind, ein Buch über die Ägypter. Und die Kinder haben auf diese Art ein Online-E-Book erstellt, zum Beispiel. Und ich glaube, Sie sind, bitte? Nein. Ich meine, da sind Sie jetzt alle drei großen Konzerne einig. Ich kriege Office von Microsoft in der Basisversion geschenkt. Ich habe mit Google Docs, Tabellen und Slides ein kostenloses, riesiges Office-Paket, und Apple muss dort nachziehen und hat mit Numbers, Keynotes und Pages im Browser ebenfalls ein kostenloses Office-Paket zur Verfügung. Ja, und damit gehe ich gleich zum Konkurrenten. Das sind die Google-Präsentationen. Ich kann also mit meinem Google-Account, und ich habe erst jetzt wieder nachgeschaut, es gibt in Österreich rund über 3 Millionen YouTube-Nutzer, registrierte Nutzer und Nutzerinnen. Und alle YouTube-Nutzerinnen sind auch Google-Account-Inhaber, sonst geht das nicht. Und die haben alle damit auch dieses kostenlose Google Office über
die Google Cloud zur Verfügung und da gibt es einen Teil, das sind eben, das nennt sich Google Tabellen oder auf Englisch die Google Slides. Und auch hier können Sie ganz einfache Präsentationen in der Struktur wie PowerPoint entwickeln, also Folie für Folie mit Animationen, mit Textfeldern, mit Bildern. Einschränkend muss ich aber sagen, momentan habe ich mit Google Präsentationen am Tablet bei der Erstellung des Problems, dass das Einfügen von Bildern noch nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich ein Feature, das erst irgendwo nachgereicht wird. Ich denke, das hängt also auch mit dem Flash HTML und mit diesen ganzen technischen Hürden zusammen. In Ihrem eigenen Quellcode noch auf den Computern geht das natürlich ganz toll. Für mich didaktisch ist dieses Werkzeug deswegen so interessant, weil es so puritanisch ist. Das heißt, wenn Sie sich Google-Präsentationen anschauen, dann werden Sie als PowerPoint-verwöhnte Multi-Feature-Genießer vieles vermissen. Und ich würde aber den Spieß umdrehen und würde sagen, das ist eine der Stärken dieser Präsentation, weil wenn ich auf Schulbesuchen bin und Kinder beobachte, dann ist die inhaltliche Arbeit an der Präsentation, ich bleibe wieder bei meinem Beispiel von den ägyptischen Mumien und Pyramiden, genau 3 Minuten und 27 Minuten wird überlegt, welche Animation das ich nehme, welchen Sound, welchen Hintergrund und ob diese Folie von links, von rechts, von oben reinfliegt und Salto rückwärts macht oder was auch immer. Und diese Google-Präsentationen sind so puritanisch, dass es da nicht viel gibt. Das heißt, ich habe hier die Notwendigkeit, mich auf das wieder zu konzentrieren, was den Sinn einer Präsentation ausmacht, nämlich das Vermitteln einer Botschaft. Und das kann ich also hier gerade im Unterricht auch ganz besonders toll einsetzen, indem ich den Kindern ihre Lieblingsspielzeuge, nämlich die vielen Animationsmöglichkeiten auszuprobieren, einfach gar nicht anbiete. Und auch dieses Tool ist so wie das Keynote von Apple im Web verfügbar, freigebbar zum Bearbeiten, nur zum Anschauen, zum kollaborativen Mitarbeiten und zum Exportieren wieder in alle gängigen Formate und auch natürlich offline verfügbar machen, weil alle Cloud-Dateien kann ich auch mit einem Hackerl sagen, die will ich auch offline behalten. Gut, ich muss mich ein bisschen beeilen. Prezi, glaube ich, brauche ich wahrscheinlich in dieser Runde nicht viel zu sagen, ist ebenfalls ein ganz spannendes Tool und in der neuen Entwicklung, die neuesten Prezi-Versionen sind ja wirklich sowas von einfach in der Zwischenzeit auch zu bedienen. Hier ist eben genau das Gegenteil, was ich bei der Google-Präsentation habe. Hier besteht die Gefahr, dass die Kinder einfach mit übertriebenen Zoomen und zu langen Pfaden und total überraschenden Kurven und Verbiegungen dieser Pfade hier eine Präsentation ein bisschen unübersichtlich machen. Aber auch das wäre eine ganz spannende Sache. Popboards ist jetzt nur etwas, wenn Sie unter iOS oder unter Mac arbeiten zurzeit verfügbar. Das ist aber für mich als Unterrichtender ein ganz tolles Tool. Ich kriege auf meinem iPad nämlich einfach einen 4x4 Raster und habe 16 Kacheln und kann hinter jede Kachel entweder eine Webadresse, eine PDF-Datei, eine Word-Datei, was auch immer ich möchte, irgendein File oder auch eine Menge von Bildern, von Fotos legen und indem ich dort einfach auf diese Kachel dann drauf tippe, geht genau das auf. Ich verwende das zum Beispiel, wenn ich einen Elternabend in einer Schule mache und nicht genau weiß, welches Material ich wirklich brauche, welche Fragen das kommen, dann nehme ich halt so die üblich verdächtigen Themen in so ein Popboard auf, habe meine 16 Kasteln und wenn dann der entsprechende Aufruf nach Informationen kommt, dann habe ich das einfach schon griffbereit zur Verfügung. Und noch ein anderer Zugang zum Präsentieren wären Apps sowie das Byboard. Das ist ein Mittelding zwischen einer Whiteboard-Software und einem Kollaborationstool. Und ich verwende das deshalb sehr gerne, weil das eine der wenigen Apps ist, wo man sich nicht unbedingt registrieren muss, wo man also auch ohne Registrierung damit arbeiten kann. Und Sie sehen schon, ich kann auf so einem Board auf der einen Seite eben von handschriftlichen Zeichnungen über Textelemente, Bilder wieder alles anordnen
und alle Boards, die mit mir im selben Netz sind, die genauso dem beitreten, wie Günter Schwarz das früher bei Kahoot gezeigt hat, das ist derselbe Vorgang, sind dann also auch auf diesen Boards oben und ich kann als Lehrer zum Beispiel das auf allen Boards ausbreiten und präsentieren, kann aber die Schüler auch einladen, da drinnen gleichzeitig mitzuarbeiten und bringe so eine interaktive Präsentation zusammen, so die das Netz des Aushalters, sage ich einmal, wie die WLANs in der Schule sehr oft da einen Strich durch die Rechnung machen. Und das ist meine letzte Folie, weil ich so gewusst habe, dass ich zeitlich schlichtweg mit den Ideen und mit den Werkzeugen, die meine Studierenden und Kolleginnen und Kollegen aus der Fortbildung konfrontiert werden, nicht reichen. Überlegen Sie sich auch, wie weit Sie Notizen-Apps, ob das jetzt OneNote oder Evernote ist, zum Präsentieren von Lernergebnissen, von dem, was die Kinder in einer Gruppenarbeit erforschen, entdecken, verwenden. OneNote, auch von Microsoft, auch kostenlos, kann wirklich freigegeben werden, kann wieder kollaborativ gemeinsam bearbeitet werden. Es gibt einen Kollegen, der macht seine ganzen Mathematikstunden inklusive Tafelbild in einem OneNote-Buch und seine Schülerinnen und Schüler haben faktisch das Mathematikbuch, das in der Stunde passiert ist. Die neue Notiz-App von iOS und OS X seit kurzem ist es auch generell ganz toll dafür. Und eine App, die es leider auch nur in der Apple-Welt gibt, das ist Notability. Das ist ein Notizbuch, wo ich auch Sprachaufnahmen mitmachen kann. Und denken Sie, wenn Sie in der Tablet-Welt sind, an Apps wie den Bookwriter und Book Creator. Das sind die Bücher, mit denen man interaktive E-Books erstellt, so wie das heute in der DigiCom 4 Präsentation mit dem Gedicht von der Tulpe von Josef Guggenmos gezeigt habe. Und etwas, was man unter Präsentieren vielleicht auch nicht sofort versteht, lassen Sie die Kinder Videos machen. Lassen Sie die Kinder ihre Gruppenarbeiten und ihre Lernarbeit in Videos dokumentieren, ob Sie dafür iMovie oder den YouTube Video Editor verwenden, der ist online und auch kostenlos. iMovie ist ebenfalls kostenlos, weil es auf jedem Apple-Gerät installiert ist. Der Movie Maker von Microsoft ist ein Programm, das man ohne weitere Kosten kriegt und ein Programm, das wieder auf dem Tablet total zu Motivationsstürmen, vor allem bei jüngeren Kindern, hingeht. Das sind die Sockpuppets, die Sockpuppens, wo ich also Comicfilme machen kann. Und als letztes, und damit bin ich fertig, Sie könnten auch direkt im Web präsentieren. Auch hier gibt es wieder ungeschauter 10 brauchbare Tools. Eines davon wäre eben Weebly, wo die Kinder direkt Webseiten erstellen können. Ja, ich muss mich noch einmal entschuldigen, dass ich nichts Konkretes mit Ihnen machen kann, aber Sie sehen bei dieser Fülle, und wenn man für jedes Werkzeug oder für jede Gruppe von Werkzeugen nur 5 Minuten verwendet, dann sprengt das jeden Zeitrahmen. Und ich lade Sie einfach ein, nehmen Sie sich vor, aus dieser Fülle der Liste sich zumindest 2, 3 einmal herauszupicken und zu schauen, ob die wirklich so viel hergeben, dass es meine Begeisterung in diesem Workshop rechtfertigt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Probieren.